willkommen zu einem neuen Transit, Ford Transit Teil. Wie du siehst oder wie ihr seht, ist hier großes Chaos. Und ich habe schon im ersten Video die Kommentare gelesen, hat jemand sehr detailliert geschrieben, dass sich der Heizungskasten oder die Spritzwand vom neueren Transit zum älteren Transit geändert hat. Kommen wir runter, wir gucken uns das mal an. Das ist unsere innere Spritzwand. Und hier ist das Loch, was rüber geht zum Motor, dass der innere Wärmetauscher, also dass der Wärmetauscher, der innen liegt, unsere Heizungsluft warm macht. Also sprich, wenn du kalte Füße hast, musst du dir vorstellen, sitzt hier ein Kühler drin, der vom Motor erwärmt wird und der die Luft im Auto verteilt. So sieht das in dem aus. Und die Jungs sind schon einen Schritt weiter und haben schon angepasst. Oder wir haben auch schon ein bisschen was angepasst. Jetzt hätte ich fast zu spät die Kamera angemacht. Wir haben nämlich schon angefangen. Es geht jetzt darum, den Gebläsekasten anzupassen. Ihr seht jetzt hier ein Riesenloch. Hier zeichnen wir uns gerade die Löcher an, weil wir können uns Bezugspunkte von diesem oberen Kant holen. Weil wir ja das Armaturenbrett von dem neueren Modell nehmen, von dem roten, könnten wir jetzt die ganze Spritzwand umschweißen. Das wäre der einfachste Lösung. Das ist das gleiche wie bei den Türen, nur hier haben wir das mit der Spritzwand. Und diese Löcher hier zeichnen sich die Jungs gerade ein, dass wir einen Bezugspunkt haben, wonach unser Gebläsekasten angeschraubt werden. Und anschließend müssen wir, das macht der Julian jetzt, das Loch bohren oder das Loch ausschneiden für hier den alten Gebläsekasten. Hier gehen ja die Rohre durch zum Motor, unsere Heizung. Und jetzt suchen wir uns, wie gesagt, die Bezugspunkte, wo wir den nachher hier dran befestigen. Hier saugt der Gebläsekasten Luft an und das Teil müssen wir zumachen. Eine Seite, hier machen wir ein Blech vor. Und jetzt müssen wir hier, ich glaube, der Jan hat sich schon ein bisschen ausgeleitet, hier müssen wir es jetzt aufsägen, dass wir mit diesen Anschlüssen nach draußen an den Motor kommen. Die Anschlüsse, die hier durch rauskommen, hier ist es ja ein Original. Viele von euch werden jetzt sagen, ja, jetzt kann man das ganze Luftleitblech doch, es geht hier unten lang, ausschneiden. Das ist das, wo hier die Frischluft einströmt. Eine doppelwandiges Blech und dann in den Innenraum. Aber das wäre ganze Spritzwand umschweißen. Und dann sind wir beim Thema, irgendwann ist es einfach drüber. Also dann sagt man einfach, den Aufwand lohnt sich wirklich nicht. Und das, was wir da machen, ist kein Fusch, aber es funktioniert auch. Werden wir ja nachher sehen. Aber es ist für diese beiden Leitungen. Und diese beiden Leitungen sind für Innenraum, für unsere Heizung, dass der Micha und ich auch warme Füße haben oder derjenige, der ihn gerade fährt. Und dann kommen nachher noch ein paar andere Anpassungen. Aber jetzt erstmal sind wir beim Armaturenbrett, weil wir müssen ja unseren Kabelbaum wieder einbauen. Was, ihr habt euch vertan? Wir haben übertragen. Ach, ihr habt übertragen. Ich komme. Das wäre unsere Bezugspunkte. Ja. Von oben gemessen, von der Seite gemessen, das heißt... Ja, aber wir können uns 1 Zentimeter nach unten Luft lassen, also ihr könnt den oberen Strich ruhig, knapp, aber wirklich knapp, hier drunter setzen. Weil wir haben ja noch ein bisschen Luft, wie ihr hier seht. Richtig. Ja, das Problem ist, ich zeige euch das von der anderen Seite. Da müssen wir hier so eine kleine Delle machen, weil das ist das... Wieder unser Frischluftgebläse. Das ist doppelt, das ist das innere Blech, das seht ihr. Und hier ist noch das, wo die Frischluft angesaugt wird durch unsere oder reingeströmt und hier unten wieder abfließen kann. Ja, aber das kriegen wir alles hin. Hau ruck die Luftsäge. So, was ich jetzt schon mal machen kann, das kann ich mit Kamera. Das ist nachher der Windlauf, den wir dann verschweißen müssen. Und das Einzige, was wir jetzt noch zumachen müssen, ist diese Lücke hier nachher. Das und das. Und dann ist das System ja wieder geschlossen hier, unser Windleit. Und hier unten geht ja eh Wind raus. Also Luft. Ich hoffe, ihr habt das verstanden, was wir machen. Aber das sind jetzt die Anpassungsarbeiten. Was der Julian oder was der Jan jetzt machen können, jetzt müsst ihr rein theoretisch unser Gebläsekasten da reinpassen. Ja. Was sind unsere Punkte? 2 Einziehmuttern, dass wir die oberen Punkte befestigen können. Und irgendwann ran, gucken, ob alles passt, können die unteren bohren, Einziehmuttern rein. Ja, die unteren können wir ja wahrscheinlich nicht bohren, weil wir müssen das hier offen lassen und die linke Seite müssen wir eh im Blech vorsetzen. Aber wir müssen ja eh noch ein bisschen... Wir müssen hier wahrscheinlich noch ausschneiden. Selbst wenn wir den Kasten einfach nur stumpf davor schrauben würden, dann würde er halt nicht die frische Luft von außen bekommen, sondern unsere Käsefüße Duft ansaugen. Opa. Wo willst denn du hin? So, was wir da haben, ist eine Gewindenietzange. Das war's schon? Das war's schon. Aber jetzt seht ihr, jetzt haben wir ein Gewinde in das gebohrte Loch. Also so ist es ja serienmäßig. Und so haben wir eine Gewindeniet. Ja, dann schraubt mal euren Kasten davor. So, jetzt können wir das gleich festschrauben. Ich gehe mal von der anderen Seite gucken.
Hier sieht man jetzt zum Beispiel, hier werden wir uns nachher noch ein bisschen Aussparung dengeln, dass das hier besser passt. Aber an sich ist das gut. Unten haben wir ein bisschen zu viel rausgesägt. Wir hätten gar nicht so tief gehen müssen, wie ihr seht. Wir hätten viel höher gekonnt. Ihr seht hier die Dichtung. Das dichtet ab. Also wir müssten uns quasi für dieses kleine Stück hier ein Blech anfertigen. Hier oben dichtet es auch ab. Thema Heizungskasten ist doch schnell gelöst. Passt wackelnder Luft? Ja, kannst du ja wohl drin sitzen. Das ist zum Beispiel ein Bezugspunkt, den wir uns auch genommen haben. Das ist die Verstrebung für das neue Armaturenbrett. Irgendwas ist hier, was hier nicht hingehört. Haben wir das richtig rum? Ich habe die Panik in euren Augen gesehen. Ich lege das mal eben da ab. Nehmen wir gleich wieder so. Mein Knie abmontieren. So, da sind nämlich die Punkte, wo es festschraubt. Und jetzt ist der kommt hier hin. Das Thema machen wir jetzt. Jetzt wird das wieder ausgebaut, wird ein Blechchen gesetzt, verschweißt, grundiert und dann lackiert. Seht ihr aber auch alles gleich. Ihr baut euch jetzt gerade den Teppich ein von dem Eurovan, richtig? Haben wir schon eingebaut, wir haben jetzt angezeichnet. Ich habe bei dem anderen den Halter, der hier hinterher durchkommt, den wir anschweißen müssen, ausgebohrt. Ja. Jetzt muss ich das alles nochmal ausbauen, um diesen Halter hier wegzubohren, weil da sitzt hinterher unser Handschuhfach. Da haben wir keinen Platz. Wir machen uns jetzt Kabeldurchführung. Wir haben jetzt hier schon mal das Loch gebohrt für die Tachowelle, die wir ändern müssen. Wir wissen, dass wir hier kein zweites Loch brauchen, weil wir den ABS-Kabelbaum ja nicht übernehmen können. Das heißt, wir legen im Endeffekt nur das Kabel hier, haben wir umgelegt, nach oben, können da wieder durch. Hier kommt letztendlich hinterher das Motorsteuergerät. Da gucken wir mal, ob wir mit dem Stecker durchkommen oder ob wir es ausschneiden müssen. Das Loch brauchen wir auf jeden Fall. Und genau hier neben, wo dieser Punkt jetzt ist, brauchen wir noch ein Loch für den Nichtkabelbaum. Das bereitet Julian gerade vor. Dann können wir danach anfangen, Bleche zu schweißen, anzupassen. Dann können wir den Kabelbaum Probe legen, gucken, ob soweit alles passt. Das sind jetzt halt die Anpassungsarbeiten, die gerade noch ein bisschen aufhalten. Jetzt ganz ehrlich, hättest du den Umbau gemacht? Für 15 PS? Auf gar keinen Fall, Alter. Warum? Nein. Es sind ja zwei Sachen, die wir hier gerade. 15 PS. Wir hätten das alte Armaturenbrett drin lassen können und hätten den Motorkabelbaum mit dem alten Armaturenbrett, den manuellen Fensterhebern und so verbinden können. Aber ich wollte ja dann wieder alles haben. Also wir ändern einmal die Ausstattung plus Motor plus. Von daher, ich rede mir das halt einfach schön, merkst du gerade, ne? Ich rede es mir einfach schön. Wir haben einfach eigentlich gar nicht die Zeit, um sowas zu machen. Und es steht, die Werkstatt hat einfach gerade still. Das ist die Wahrheit. Guck mal, ganz interessant. Das ist der Kabelbaum von dem roten, der jetzt in den blauen rein muss. Dafür bereiten Jungs sich gerade alles vor. Das ist der Kabelbaum für die Motronik des neuen Motors. Eigentlich, wenn du gerade sagtest, für 15 PS hätten wir nur das umbauen müssen. Das und den Motor natürlich. Wir fangen jetzt an und ich zeige euch gleich, was wir alles machen werden. Ich werde heute im Laufe des Tages noch zum Lackierer fahren. Werde mir die Farbe anpassen lassen für das Auto, weil wir wissen ja nicht, welcher Blauton das hier überhaupt ist. Ursprünglich war das Auto ja mal weiß. Alle Lacksachen haben der Ralf und ich nur geholt. Die Farbe passt nicht so 100%ig. Also schade, dass es nicht so 100% geklappt hat. Ich glaube, ich habe irgendwo schon mal hier was getupft. Na, das ist ein Tankenheller. Jetzt geht's wieder rein und lackieren müssen wir ja erst später. Wir wollen euch ja immer wieder auf dem Laufenden halten. Die Jungs haben jetzt den Motorkabelbaum. Ist richtig, dass das der Motorkabelbaum ist? Jawohl. Nur einmal hier reingemacht, um zu gucken, wo wir nachher noch Löcher und sowas machen müssen. Also sprich, das ist nur ein Provisorium, kommt wieder raus. Und der Jan bereitet gerade vor, die Sachen, die wir jetzt verschließen müssen. Genau, und dann werden wir das schön von innen versiegeln und lackieren. Und von außen natürlich, also sprich im Motorraum, werden wir das Ganze dann auch schön machen. Und hier haben wir ja, wie gesagt, die blaue Farbe geholt, dass wir das alles dann blau machen. Julian, was machst du Schönes? Der Julian, der guckt gerade mal wegen den Kraftstoffleitungen, die wir hier ja noch übernehmen müssen. Dann wegen der Leitung habe ich mir jetzt nochmal Gedanken gemacht. Ah, für unsere Servolenkung. Richtig, da müssen wir auch noch eine Lösung finden, weil natürlich diese Leitungen eigentlich immer zusammen mit dem Lenkgetriebe ausgeliefert werden. Deswegen werden wir die wahrscheinlich auch nicht einzeln bekommen. Das sind alles nur Kleinigkeiten. Schläuche, Rohre, Spritverleitung, also Benzinversorgung, die von hinten vom Tank kommt. Du sagst, Rückleuchten müssen wir auch noch was legen, ne? Die Kabel müssen wir in den Kabelbaum einfügen. Ich sag ja, dieses Video ist, es passiert nicht viel. Also wenn wir jetzt die Kamera irgendwo hier mit Zeitraffer hinstellen würden, würde einfach nicht viel passieren, weil es immer nur Kleinigkeiten sind, die man halt verändern muss. Was mich aber stolz macht, dieses Auto wird ja wieder nicht unsere Werkstatt verlassen. Also wir brauchen keine anderen Leute, dass wir das Ganze hier gestemmt kriegen, dieses Projekt. Die nächsten Schritte haben wir gar nicht berechnet. Der Julian baut gerade den Scheibenwaschbehälter ein. Und dieses Loch mussten wir dafür auch machen. Und dann haben wir natürlich auch ein paar andere Löcher gefunden.
Des Weiteren haben wir dann hier jetzt schon mal Lenkstange, alles wieder drin und soweit angeschlossen. Die andere Pedalerie mit einstellbarem Kupplungsseil. Ich zeige es mal da. Da ist das Gewindestück, weil wir ja keine Automatikseil mehr unbedingt haben wollten. Diesbezüglich können wir dann jetzt den Teppich immer wieder reinfummeln. Noch liegt er da. Und dementsprechend schauen, dass wir dann auch den Heizungskasten hier mal zu zweit angesetzt bekommen, weil wenn das dann steht, können wir auch endlich mal hier drin mit dem Kabelrohr anfangen. Ihr wundert euch vielleicht, warum dort eine Pappe mitten vor der Scheibe ist. Aber wenn man dort schleift und flext, wäre danach sonst die Scheibe mit Sicherheit kaputt. Wollten wir nicht. Der abgeholte Lack, den haben wir jetzt auch schon mal ein bisschen verwendet für die Stellen, wo wir nachher nicht mehr so hinkommen. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Hier unser gebautes Teil. Und jetzt gehen wir da dran. Ich glaube, der Jan hat jetzt hier den Kotflügel, wie ihr seht, getrennt. Wir brauchen ja nur das vordere Stück. Er hat die originalen Schweißnähte gelöst, weil den Kotflügel können wir eh nicht mehr so gut gebrauchen, glaube ich. Aber das vordere Stück ist bei unserem nämlich komplett weggerostet. Und das hat man nicht gesehen, weil da sitzt ja eine Leiste drüber. Ihr seht, und jetzt schweißen wir hier das vordere Stück an. Jan, hast du schon innen drin gezeigt? Oh, das sieht aber schon nach mehr Auto aus hier. Guck mal, also Gebläsekasten ist drin. Das ist ja die Verstelleinheit, die Halterung fürs Handschuhfach. Das ist die Originaldämmung von der Euroline-Van. Das sieht doch schon mal gut aus. Lenksäule ist wieder drin. Jetzt zieht vermutlich bald der Kabelbaum ein, gehe ich von aus. Wir warten jetzt, dass wir vorne mit dem Lackieren grundsätzlich fertig sind. Weil das muss aufgetrocknet sein, damit wir erstmal den Kabelbaum noch reinlegen können. Richtig, und dann geht es Innenraum weiter und natürlich Motorraum. Ihr merkt, ihr seid jetzt einfach dabei. Ich nehme euch jetzt einfach mit auf die Reise, was so ein bisschen hinter die Kulissen passiert. Das wird kein Micha mitfilmen oder sonstiges, aber es ist nicht immer so einfach, alles in Zeitraffer abgespielt, wie es wirklich ist. Zum Beispiel dieser Wasserbehälter, den du da gerade festschraubst, ne? Der hat dich bestimmt eine Stunde aufgehalten, ne? Oder vielleicht auch zwei. Jetzt guckt nur noch hier der Rüssel oben raus. Und das war's. Das hat zeitlich schon sehr lange aufgehalten. Es ist in der Zwischenzeit einiges passiert oder auch nicht. Ich bin mit der Verkabelung soweit durch. Eigentlich hängt jetzt alles drin, was drin hängen sollte. Das hier habe ich alles jetzt einfach nur mal provisorisch eingebaut, damit ich auch die Kabelführung hinbekomme. Das werden wir aber für den Motoreinbau nochmal entfernen müssen. Und haben dadurch auch jetzt die Kabelführung ein bisschen verändert. Das ist ja hinten von unserer Seilwinde das Kabel, das werden wir dann hier anschließen und alles andere, was Motorelektronik etc. angeht, werden wir hier anschließen. Ansonsten fehlen jetzt eigentlich nur noch hier unten eben unsere Leitungen, die habe ich jetzt einfach mal Probe gesteckt, damit ich weiß, ob die überhaupt stimmen von der Führung her und allem. Die müssen wir aber jetzt eben noch reparieren, damit die auch dicht ist. Dann meine Kraftstoffleitungen muss ich hier noch ändern. Die sind vorverlegt an Ort und Stelle, wo sie sein sollen. Allerdings eben die Führung, die Anschlüsse, das passt noch nicht. Das mache ich jetzt. Und dann kann hier auch der Motor schon wieder rein. Also da fehlt jetzt eigentlich nicht mehr viel, nur noch Kleingemüse. Ja, und der Jan, der hat in der Zwischenzeit hier auch schon ein bisschen was verändert. Steuergerät steckt auf jeden Fall schon mal da, wo es hin soll. Eben der ganze Gebläsekasten, das habt ihr ja schon gesehen. Das ist auch soweit drin. Die ganze Verkabelung hier. Es wird. Ich würde behaupten, ich weiß gerade nicht, was du vorhin noch gefilmt hast, aber wir machen mal kurz den Schwenk. Einfach mal durch den Motorraum. Klar, Motor fehlt noch. Uns fehlt noch eine Servoleitung. Die liegt hier. Ist leider durchgerostet. Da müssen wir noch für adäquaten Ersatz für morgen sorgen. Oder sie instand setzen lassen, je nachdem, wie wir es hinbekommen. Wir haben schon verbaut. Die komplette Elektrik, die hier vorne grundsätzlich rein muss. Die Kraftstoffversorgung geändert, angepasst auf die andere Seite. Die Kraftstoffversorgung, Pumpe, Tankgeber auch umgelegt. Wir haben ein Kupplungsseil drin. Wir haben die Tachowelle drin. Wir haben hier auf der anderen Seite die zweite Batterie. Zusatzluftgebläse ist drin. Grundsätzlich ist erstmal alles verbaut. Dann wechseln wir mal kurz in den Innenraum. Auf der Seite Motor, Steuergerät, die Kabelei, Hauptkabelbaum, Lüfterkasten mit allen Anschlüssen. Mal kurz hier runtergesippt. Alle Schalter, Airbag-Schleifring, Höhenregulierung ist drin. Nicht wundern, diese Stecker habe ich auf der anderen Seite auch nochmal. Die Stecker gehen in die Türen. Das Kabel ist noch hinterher für die Rundumleuchte. Muss dann angeschlossen werden, wenn wir Strom haben, um zu gucken, wo wir es abgreifen können am Sicherungskasten. Dieses Kabel, was ich jetzt hier in der Hand halte, ist das Kabel für die Lichtversorgung hinten. Bremslicht, Schlussleuchte, Rückfahrscheinwerfer und. Sieht bei dem neuen
wie folgt aus. So, Problem ist, alle Farben haben sich geändert, also können wir es letztendlich erst durchmessen, wenn wir mal Zündungen anmachen können. Der Sicherungskasten, wie gesprochen, ist auch schon komplett verlegt und angeschlossen. Hier sind die Reste von dem Kabel, was nach hinten geht. Das Tacho ist grundsätzlich schon angeschlossen. Wir könnten das Ganze mal ausprobieren. Also guter Dinge, wenn morgen die Leitung fertig ist, der Motor drin steckt, dass wir auch die ersten Startversuche machen können. Ein weiterer Tag an unserem Ford Transit. Die Jungs sind noch voll motiviert und haben Bock. Ich habe mittlerweile schon kein Arbeitszeug mehr an, weil ich muss euch sagen, es ist sehr, sehr anstrengend. Ich hätte nicht gedacht, dass das so viel Arbeit macht, dieses Auto, für 15 PS. Was wir heute machen ist, der Julian hat die Leitung schon in der Hand. Diese Leitung, man sieht es kaum, ist hier durchgerostet. Und hier glaube ich auch. Wir müssen gucken, ob unsere Lieblingshydraulikbude, Hydraulik Müller, das wieder repariert bekommt, weil die Leitung, habt ihr mal geguckt, ob es die bei Ford noch gibt? Alles, was wir bis jetzt gefunden haben, ist diese Druckleitung in der Regel immer nur in Zusammenhang mit einem Lenkgetriebe. Richtig. Ab nach Hydraulik Müller, bis gleich. Das ist immer komisch, dass alle Leute so kamerascheu sind. Wie gesagt, Hydraulik Müller hilft uns immer und hat auch direkt eine Lösung gefunden. Und zwar das rostige Stück Rohr. Hier sieht man es übrigens schön gebrochen. Wurde ersetzt gegen den Hochdruckschlauch. Und original haben wir ja diese Metallleitung. So sieht das Ganze original aus. Hier seht ihr das. Und jetzt ist es ersetzt gegen ein Stück Schlauch. Ich freue mich, jetzt geht es wieder zurück in die Firma. Ja, wie gestern mit der Legia schon gesehen, der ganze Kram kabelbaumtechnisch, kraftstoffleitungstechnisch ist fertig. Jetzt können wir den Motor endlich mal reinstecken. Marco ist gerade etwas verhindert, multitaskingfähig und so oder ja, oder auch nicht. Er ist auf jeden Fall bei Björn Motorbau. Also bauen wir jetzt zusammen den Motor hier ein und schauen mal, dass alles passt. Und los! Das kommt. Ja, jetzt sind wir über der Achse. Jetzt können wir runter. So, ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal ein kleines Stück runter. Hier wäre ich drin. Fast. Echt? Ja, zumindest reingerutscht. Ja. Hier sind wir ganz drin, warte, aber ich bin hier jetzt raus. Hm. Warte, ich gehe mit dem Wagen hier mal drunter. Das Getriebe abfallen, dann können wir nämlich losmachen. Okay, Getriebe ist abgefahren. Ja, cool. Dann Kette los, gucken, wo er sich hinbewegt. Ja, finde ich schon mal gut. Und weg damit. Ja, Motor hängt. Ich habe den aufgestellt, weil wir die Getriebebrücke, die dort liegt, einbauen müssen. Aber an sich hängt der Motor und wir können weiter einbauen. Der ganze Teil war ja jetzt so ein bisschen, es war einfach viel, wo nichts passiert ist. Und jetzt kommt der spannende Moment, ich habe es gerade schon mal drin gezeigt. Blinker geht. Der Jan ist schon am Fummeln und guckt am Blinker. Wir haben ja nur noch einen Blinker hier. Aber Micha, guck mal rein. Denkst du, das könnte so starten? Wenn du fragst, ja. So sieht wild aus. So sieht das also aus, wenn du morgens in ein Auto steigst, nimmst dir so das Lenkrad in die Hand, setzt dir das da drauf und startest dann. Ja, ich will das eigentlich nicht machen. Ja, ich mach das. Okay, dann gehe ich weg. Lass uns mal nach vorne gehen. Kann was passieren? Das Schlimmste, was passieren kann, er orgelt und springt nicht an. Er orgelt erst gar nicht. Oder er springt an, läuft, ist aber laut, weil wir haben keinen Auspuff aktuell montiert. Da hast du es dran, war nicht so viel vor. Ja, leg mal einfach los. Und was wir jetzt gehört haben, dieses Klacken nur vom Anlasser. Kann sein, keine Masse, die Batterie zu schwach oder irgendein Fehler. In der Zeit die Jungs die Batterie festmachen. Jan, können wir mal kurz erklären, warum wir hier zwei Batterien haben? Ja, eigentlich relativ einfach. Wir haben auf der Seite, Beifahrerseite, die Starterbatterie, wie sie vorher auch war, hatten dort diese beiden Leitungen angeschlossen. Die sind letztendlich für die hintere Versorgung der Seilwinde als auch für die Hydraulikeinheit. Wir haben uns jetzt überlegt, da wir eh die Möglichkeit haben für zwei Batterien und keine große mehr dort einbauen können, nehmen wir jetzt dann halt zwei kleinere. 2x60 Ampere sind wir auch bei 120. Die Lichtmaschine sollte das schaffen, war ja vorher auch dafür ausgelegt. Und gehen jetzt einfach von der Batterie nach hinten und das ganz normal als Starterbatterie, sind aber ganz normal geschaltet. Also die sind einfach nur parallel geschaltet, 120 Amperestunden fertig. Startversuch Nummer 2. Ist das geil. Geil. Oh, das wollten wir am meisten. Und der Tourenzähler geht auch.
Airbag-Kontrollleuchte blinkt ab und zu noch auf, falls man es gerade gesehen hat. Wir haben keinen Airbag dran. Noch nicht. Aber das haben wir auch mit übernommen. Ne? Ich sehe gerade, das Airbag-System ist auch mit übernommen. Dafür, dass kein Auspuff dran ist, immer ein bisschen Gas einmal. Ja, so ist laut. Aber ganz ehrlich, vom Geräusch her ist der angenehmer lauter als der Motor vorher. Oh, irgendwas läuft. Unten drunter ist jetzt eine große Ölpfütze, falls ihr das bemerkt. Das ist Servoflüssigkeit vom Rücklauf. Also die Rücklaufleitung müssen wir uns auch mal angucken. Wasserpumpe haben wir neu gemacht. Das haben wir ja vorher schon besprochen. Wasserpumpe, Keilriemen ist neu, wie ihr seht. Aber geil. Komm, Seid, das war schon krass, ja, was wir hier gesehen haben. Krass. Und das ist auch für euch ein tolles Gefühl, dass das Ding jetzt wieder anspringt. Auf jeden Fall. Wo man weiß, alles richtig gemacht. Das heißt für uns jetzt, es wird weiter komplettiert. Front dran, Scheinwerfer rein, Stoßstange dran, Ziergitter, Motorhaube drauf. Motorraum ist somit fertig. Noch so zwei Kleinigkeiten, wie gesagt, machen. Sprich, die Lektage natürlich an der Lenkung beseitigen. Und dann geht es an den großen noch. Mein E-Fenster, Zentralverriegelung, Colorverglasung, weil, wie ihr seht, beide Fenster sind schon raus, die liegen da. Armaturenbrett einbauen, Gebläse, Innenraum sich kümmern. Also, mit diesem Video sind wir jetzt fertig. Freut euch aufs nächste Video. Da geht es um die bestimmten gerade, um die Sachen von gerade. So, ich krieg's nicht mehr hin. Ciao, bis zum nächsten Transit-Video. Okay.